Salut, Layflight, Alpenmilchhai an für in die Sonde spiel ma haut Axiom Verge. Axiom Verge ist ein Spiel von Thomas Happ, der gaut quasi allein und dem Spiel geschafft. Du hat ihm noch in anderen dabei geholfen für pur Klangeschkete mehr. Hier nur de gro gemäht und jahrelang dro geschafft an das Spiel as da wert, ne? Also Axiom Verge ist ein Metroidvania Spiel, das hier schon den 2D Exploration, Action, Spiel eben mit viel verstoppte Geheimnisse und so. Wir starten halt direkt an das Spiel, wie ihr seht, wir kriegen drei eben Schwan, eben starten Options als Speedrun. Das Spiel hat einen Speedrun-Mode, wo eben dann noch engem seine Zeiten und alles eben hält. Das ist ganz gut, weil das Spiel ist wirklich perfekt dafür. Also, ich starte mal das Spiel. Wir werden einfach mal eine neue Party hier fangen. Und wie ihr seht, wir kriegen zwei Schwierigkeitsgrade, wir normal und schwer. Kein einfach, das ist ganz einfach, das so gedacht. Du spielst es so, wie ich Design tun oder mich schwer. Eine einfache Version, los es sehen. Also. Also, gehen wir auf normal rüber. Ich muss sagen, dass das Spiel, was von der Geschichte hier ein bisschen mehr etwas Komplexes wird. Ne? Im Moment, wo ich nicht unbedingt alles verstanden habe. Es sind aber ein, zwei Plot-Twister dran, die aber interessant sind. Und ja, es sind eben verschiedene Sachen. Falls das Spiel gespielt wird, können wir ja am besten in den Kommentaren darüber diskutieren, was dir von der Geschichte so hält. Also, wir spielen heim am Trace. Ein Trace als Wissenschaftler, den eben in einer gewissen Theorie geschafft wird, was eben die komplette Wissenschaft kennt, auf den Kopf setzen. Die dritte Intro fand ich mit denen Pixel Art Bilder ganz interessant, weil er erinnert mich stark eben an Another World. Another World, den eben Spiel, wo ihr eben Schritt für Schritt müsst gehen und keine Fehler dürft machen. Weil du ja noch so ein Intro, das ist geil, eben. Du könnt an seinem Labor raden. Und ich meine, du bist ein Partikelbeschleunigungsexperiment, da entsteht Boom. Voilà, Boom. Eben, und du gehst eben an eine andere Dimension beschleunigt. Und dafür, wo ich die Intro gesehen habe, hat mich das ganz stark daran interessiert. Aber ja, ich muss sagen, der Pixel Art ist ganz flott, ne? Und voilà, du hast dich entweder durch ein Experiment, das dann in den Labor eben an die Luft gesprungen und ja, und hast gestorben. Oder das ist das, was ihn auf jeden Fall mal meint. Voilà, das Spiel geht an dem sie einfach mal hier auf Sängerplatz aufhängt. Ich merke, dass mein Handy gerade fertig ist mit Auflöden von einem Update von dem Spiel. Und das Spiel ist einfach gegangen. Trace. Wake up, Trace. What happened? Trace, there is gun in next room. You must get it. Okay, wait, what's going on? Where are you? Hello? Where am I? Okay, also den Trace fängt hier an um seinen komischen Dingen. Der Titan sind Speicherplätze vom Spiel. Eben die Speicherplätze haben am Anfang just funktionieren wirklich als Checkpoint. Das erklären wir euch gleich. Eben, dass ihr gewinnt, an einer Plattform mariert zu gehen, wie wieder gesehen, kriegen wir direkt eine Barriere, wo ihr es da klar seht, geh links. Eben, das nämlich wird auch Metroid gemäht. Und wie ihr seht, hier kommen wir auch nicht durch, eben, wir kommen aber drüber. Und hier bis mir hier steht dann noch etwas. Das ist Metroid, den Intro ist Metroid, muss ich sagen. Ne? Für den allerersten Metroid, das könnt ihr eben rührt es nicht weiter, also geht ihr links und du findet dann den Morphball an. Mit dem Morphball könnt ihr dann hier eben durch die Schmule gehen. Voilà, is this the gun the lady mentioned, or did I just imagine her? Sorry, I'm very weak. You must go now, before he finds you. Before who finds me? What's going on? I guess she's gone again. Und du hast ihn, die Menge, die mich an der Straße Sonden tuten. Weil ja, ich will in die Sonde, ich will Sonden abhängen. ich wäre froh, wenn den du mal dagegen abhalten. Ah ne, den hat nicht viel abzuhalten, den du, ne? Also wie ihr seht, eben konnte man hier den, eben einen Axiom Disruptor. Eben, das ist eben hier eine Waffe. Wie ihr seht, nur ganz viel Slots. Hier ist viel Platz für Waffen. Und drinnen haben wir noch Upgrades. Und du auf der Seite Power-Ups. Da kommen wir leider nicht hin. Egal. Voilà, dann hast du eine Seite für Noten. An Karte. Wie ihr seht, eben ist das typisch für ein Metroidvania eben so ein Cars für Cars System. Und den hellblauen Punkt der Speicherplatz. Also wissen wir, dass Speicherplatz ein hellblau gekennzeichnet gibt. Das Grund hier werde ich nicht speichern. Das geht klar an dem Moment, wo ich sterbe. Weil auch wenn ich nur die Waffe gut, wow. Das wäre mir noch egal.
Wir werden wahrscheinlich sterben, auch wenn der Lust nicht absichtlich kommen. Dann versteht er auch viel wahr. Statt zu machen. Voilà. Hier ist typisch auch schon für Metroid eben ein Raum, den er nicht geht. Also gehen wir mal als ich hier hin. Ich bin immer eben gewünscht, gehabt und ich meine, viel Leute haben doch an, dass so sind die Spiele auch designt. Es soll ihn immer am besten an der Dialogen, wo ihr gerade gesagt habt, wovon der Raum noch immer weitergeht. Und hier haben wir dann innen drin noch Stängel, die man nicht zerstört kriegen. Eben, da haben wir leider keine Chance. Weil der App ist, wenn ich weiß, weil eben, was auch ganz wichtig geht am Spiel, wenn ihr richtig will, dann mal ins gehen. Das ist ein Hai, eben, man erlehnt, kann die Menschen auf der Platz locken und dann in die Richtung schießen, wo ihr will. Und das vereinfacht Sache eben. Wenn ihr das nicht drauf holt, dann geht das mich spät schwer am Spiel. Weil da haben wir einen anderen Raum, eben, mit viel Jelly und ein neuer Typ von Barriere eben. Eine natürliche Grenze oder etwas für die Spieler, ihr seht, hier könnt ihr nicht durch bis das Step. Ich wahrscheinlich die Schalter da drücken kannst, mich kommt da nicht drauf. Also, gehen wir zurück auf weiter rup. Und da seht ihr, wie der Titan abgebaut ist. Das ist immens Metroid-esk. Da werden die Leute so, ja, wir bauen das dann einfach so ein so Metroid-like-Spiel, ne? Ja, ne. Hey, komm auch nicht durch den Tisch, wir müssen dann hier hin. Eben, ja, ne, für war, ja, weil der gar ganz klar eine Inspiration mit Metroid-Spieler hat, ne? Dann wird die noch selber gesucht, dass ein Leif für Metroid-Spieler die halten. Und du, man, neue Gegner, den ich von hier gesucht habe. Aber ne, für war, das geht noch vielleicht nur an diesem Teil vom Spiel, dieser Demo, wo ich schon mal mit ganz klar, aber, weil im Moment, wo man ja just selbst wird, wie ein normaler Powerbeam wirkt. Mit Spiel wird ganz viel Originalideen kann. Muss ich sagen, dass das Spiel so gepackt ist. Wie soll ich das sagen? Welt. Alles wird gut aus und Super Metroid. Welt alles was wird nicht gut aus und Super Metroid. Und dann setzt einfach durch mehr Original und bessere Ideen. Und das ist. Da können wir debattieren. Auch in den Kommentaren. Nee, das ist mein Meinung dazu, weil er hier immer nahe oder weh an den neuen Gegner. Wie der sieht, an den anderen, weil er so gerne hat. Schon mal klar, wenn er noch Platz und das gut tun, dann muss er bleiben. Den hat viel Leben und den hat noch viel Leben können aufziehen. Dann hier immer ein dritter Typ von Barriere. Und du siehst, dass der Kerl weh geht, du hast geglitscht. Ich komme nicht durch. Und ich verliere Leben davon. Aber auf jeden Fall geht der Teil nicht weiter. Ich finde es so geil, ich erliebe. Die können doch zurück, ne, übrigens. Ich warte ein bisschen. Yeah. Voilà, Gegner haben Lust natürlich auch leben, mir nicht immer. Weil mit diesem Winkel könnte ich es mal ohne sie umzuziehen. Vielleicht ein bisschen mehr noch hier. Ich muss. Voilà, das ist ein Unterschied, wenn ihn sie schluckt am Becken oder am Stuhl. Weil ich kann nicht bait, kann ihn sie schlucken, wenn ich Becken. Gepickt das mir, da kann ich nämlich nur, da muss ich an sich den Lock rausholen, wie das geht. Voilà. Wenn ich Chase noch bin, dafür habe ich Distanz. Am Spiel ist das so, alle Gegner kriegen besiegt, die tun alle Gegner für einen doden Winkel, einen Platz, wo ich kann dafür weiter stehen und sie einfach gemütlich aufschießen, ohne sich selber zu viel Gefahr zu setzen. Das ist nicht unbedingt etwas, wo ich ihn durchwascht, aber wo ich ihn absolut durchwaschen kann, wenn ich ihn nicht näher steht. Und das ist eben das, was mir gefällt. Hier haben wir die rosa Barriere und das ist tatsächlich ein Schalter. Und da lernen wir ja, die Barrieren gehen ab, wenn ihr den Schalter trefft. Da haben wir einen anderen Schalter, mit dem interessiert ist, lohnt nicht weiter. Immer ab. Und ja, ich meine, ich weiß nicht, ob da auch heute Musik lauscht. Oder schade, vielleicht ein kurz zu packen, man lauscht ein Stück rup, wie das da zu hören kriegt. Also, ja, eben, das ist das, was ich meine. Tut schon die mysteriöse Flair. Eben, und das, was auch in den ersten Metroid wirklich interessant war. Eben, du war eine komische Atmosphäre die ganze Zeit. Da ist ein Grusel dran.
Und ich fand den als Hayoch, du bist auf einer komplett verlosten Platz, wie es könnte, was das ist. Das ist alienartig schon, aber es wirkt ein bisschen mehr organisch, wenn ich das so kann, weil wie verschiedene Reihen, verschiedene Sektoren eben bei Metroid. Lo. Und hier haben wir etwas, und zwar etwas, was so komisch pulsiert, wir können es nicht holen, wir können aber darauf schießen, und der Platz da oben, und da kriegen wir eine neue Waffe. Immer wenn wir etwas Neues freischalten können, eben so komische Hieroglyphen, Schriften über den Schirm. And that makes cool. Nova, firing once launches a large projectile, firing again causes it to detonate. Okay, also für Waffen zu wechseln können wir mit eben mit dem R-Joystick, mit dem Rätsel-Joystick können wir so einfach bewegen und dann holen wir uns die andere Waffe. Ich hole mal nur die Item. Eine andere Sache, an diesem Menü kann ich mit dem L, also mit L3, R3 kann ich zwei Waffen auf Abkürzung setzen, die ich dann am Spiel so easy kann tauschen. Wie sie da oben eben links von der Map geht das angezeichnet. Hier ist die neue Waffe, die schießt also einzelne Kugeln, aber wie eben die Erklärung so, trägt man zweite Kehr, dann detoniert sie und möchte spread. Voilà, ihr habt vielleicht schon verstanden, wo man die Waffe benutzen können. Und zwar all die rosa Barrieren, so wie hier, voilà. Falls es nicht klar war, das Spiel bringt euch bei. Am Anfang ist es freundlich. Und nun muss man gucken, dass man selber verstehen und kreativ die Waffen aufwenden. Das ist nicht unbedingt eine bessere Waffe, ne? Wie die, die ich hier drin habe. Und ich komme nicht raus, ich schenke nicht. Das ist ein bisschen blöd. Oder ich will ein bisschen Distanz haben, ich will mal die echte Waffe mal zurück. Beißt ab zum Hals. Voilà, nämlich wie viel Runden, so können wir dann los machetieren. Allez, komm. Voilà, wieso mal hier war? Zwei Waffen los schon vorne, eben von den Schwissenpfeifen, von den großen Steckballen, ne? Mehr Heiersleben, zuck. Es sind andere Sachen am Spiel, es sind andere Sachen am Spiel, die wirklich einzigartig machen. Da haben wir Distanz vielleicht mal sicher. Das ist ein von denen, die niedrig fliegt. Ja, nach der Timmy Hage. Voilà. Eben sind ein paar Sachen am Spieler. An diesem Spiel, die ähnlich sind. Ich meine, verschiedene Kräfte, verschiedene Power-Ups, die nicht unbedingt direkt Waffe sind. So gut, ne? Wirklich. Und die selber entwickeln sich dann noch weiter. Das sehen sich. Das ist genial. Das ist ultra. Das wird nach keinem an einem Spiel so direkt ruhig. Manchmal mal. Ich will auch nicht so frei schwarz, wie ich doch nicht alles gespielt und was es so geht. Aber auf jeden Fall ist das schon mal etwas. Also hier kommen wir mal dann direkt weiter. Schön, jetzt die Waffe. Zack. Und du hast rum, so eine Waffe, wenn du einen Klo möchtest. Spiel das Spiel gemütlich. Das ist die Waffe, die wirklich so sind. Das Spider ist ganz gut für so Situationen noch. Wenn ich viel Gegner also bei Nähen oder unbedingt. Weil ich wahrscheinlich besser ins gegen den Dome alle. Okay. Der kriegt ich von Hai. Ja, der hat mich den Button maschen, Hai, ich wahrscheinlich. Ah, den hat Leben nochmal los, super. Run, yes, sir. Okay, Hai ist die Weg versperrt. Und es war eigentlich just ein Power-Up. Hier geht nicht weiter. Mehr einmal ist der nächste Power-Up. Den möchte nämlich kreis von diesen Projektilen. Guckt euch die Projektile lo und die nach dem Schirm aus. Nein, sind die nächste. Seht ihr, bis mir rot haben drin. Bis mir dick. Das ist nicht viel. Seht ihr, sehr schmied. Finde ich eine ganze Reihe von denen. Und ich weiß nicht, ob ich spät bis mir einen entwickelten Zustand. Weil, was lo mal hier? E-Power-Up cool, und dass die halt den Deck dann schmengen. Ich kann nicht nur. Formweise mit 6 Projectiles Upgrades. Okay, loh mal das. Loh überleben wir uns. Wir haben eben ein Map, wir haben noch verschiedene Wege, wo wir noch nicht waren. Das verregt, wie die Leute hier eins da sind. Wir bauen ja, weißt du, Sonde in der Stadt, ne? Wie wollen wir in Rügen kriegen? Über. Also, ich plänere gleich, ist sie so froh. Also. Okay, wie ihr seht, wir haben noch ein paar Wehr, den EW innen, du weißt, um an den Steinen, um auch immer kein Lesen zu fahren. Mehr hei weiter hoch, und da kommen wir schon richtig weiter. Also, wir haben die zweite Waffe.
Du hast nicht ganz viel eben zu sagen, wie du gesagt hast. Der Shape of Layout Spiele hängt nicht. Ich habe keinen Fehler überhaupt gehabt am Spiel. Ne? Da das, weißt du, dass das Ball etwas Spezielles. Du war ein Gegner, den einfach so am Funk aktiv geht, wenn er in Land stehen geht. Und hier um meinen Speicherplatz. Den wünsche ich mir zwar. Up to save. Ich will just that, weil eben an den Spieler sind ich so, ich will Map Completion holen. Am besten die komplette Map immer vorne. Hi, Hummer, ein famös Rotier. Rotieren heißt Bosser. Wir gehen einfach an. Wir haben alles, was wir brauchen für den Bosskampf zu machen. Und sowieso muss man ihn. Und das sind wirklich ziemlich geil Sprites, muss ich so an den Bosser immer ran. Das ist riesig, das ist viel mehr detailliert wie der Rest am Spiel. Crap, I'm trapped. Demon. Wow, hey, you can talk. Listen, I'm lost and... Demon, until you say kill. Okay, anscheinend erkennt er den Monster hier als ein Dämon. Ich weiß nicht, den haben wir schon ein Spiegel gesehen. Und für und alle... Den Atreus Sod soll umbringen. Hier steht den Atreus aus hier an der Schwert einfach ein komischer Ich-Person. Oder mit den Atreus telepathisch Kräfte und was verbunden mit dieser Kreatur. Du bleibst viele Optionen frei. Vergiss nicht, das ist bis Science Fiction natürlich Devin erst in Realität rausgehen an sich. Bring an alles. Den nutzen zwei Typen von Ugriff. Die halten Deckrot Kugeln, die nur in der Zeit richtig explodieren. Natürlich du. Kann ich hier ruhig stehen, wenn in ein Kraft tun ich noch Zeit für aufzusprangen. Hier ist ein bisschen präzise Schuss. Wiedererkannt eben, er geht immer mehr und mehr rot. Und das ist einfach cool, das ist so, sie getroffen, die Leute. Das ist jetzt erweisen eben, dass ein Aschatteball besiegt, ohne irgendwie getroffen zu gehen. Das ist jetzt erweisen, dass einfach ein Punkt, dass ich sterbe. Wie bei Metroid kriegen wir ein Häppchen leben. Mehr wie wir gebrauchen können, mit das ist gut. Aber wir können da weitergehen. Eben wie ihr seht, der Bosskampf war ganz simpel, mit dem nächsten Boss am Spiel, der natürlich verlangt, dass wir wissen, wie ihn am Winkel schießt. Und hier kriegen wir eine neue Waffe. Oder besser, das ist schon mehr ein Tool. Es gilt zu den Waffen mit einem nassen, ob es einen eigenen Button. Und schauen wir so ein Duell. Und mit dem können wir klar die Steine zerstören, ne? Logisch. Der Game Design ist proper, ne? Das ist intuitiv. Die Sache geht nur in der Gestalt, direkt kriegst du einen Raum, den das beibringt. Wie benutzt du das? Hey, vergiss mal nicht. Hey, kommen so Momente. Das ist ein bisschen Puzzle an den Plattformen. Hey, mal, ich weiß mal, was lehren wir? Den Drill kann auch einst du normal Mauern zerstören. Da lehren wir, dass Mauern gehen, die ihn zerstören kann. An andere Wieder, es gehen Geheimnisse am Spiel. Und oh ja, gehen nicht hey, Geheimnisse am Spiel. Wir lösen die Power-Up nicht leider. Das ist allgemein Strength, wie ihr gesehen habt, die Zeit, die ich gebraucht habe, für die Steine zu zerstören, an der Loop. Mit einem Daten gehe ich noch, also auch ganz schnell dort. Strength ist ja alles, und dafür hat heute Kutlo Power Up, an allen anderen Waffen auch. Der Grund, ich werde schon nicht speichern gehen, ganz einfach, ich brauche nicht zu speichern. Wenn ich stirbe an dem Spiel, stirbe ich nicht wirklich, und ich will es noch gerne weisen, weil. Etwas komisch, und wenn ich auch löwen, als dass sie Droge durchdringen, an der Geschichte anzubauen. Eben das wird geschieht. Weil zum Beispiel, ich gehe nicht direkt hier hin, ich gehe mir dann sicher ein bisschen rup. Weil du war nämlich auch noch ein Weg. Und den heute Weg wirkt direkt viel mehr dick, viel mehr so. Hi, hi, eine Nase etwas. Ja, ich bin in Duel immens gern. Wie ihr seht, kann ich einen Reihe-Gegner immer da besiegen. Zwei High-Rob kann ich mich ruppeln. Cool, ja? Und da probier den immer mit Mauern. Ne? Guck den immer, ob du nicht du hast. Das ist wichtig. Ja, einfach mal so Raum mit dem Gegner. Immer Webs verdenkt, hä? Eigentlich sieht es schon aus, wie wenn man ein ganz neuer Sohn wäre. Oh, mein Leben geht knapp. Ich meine, sowieso ist hineinkommt, wie ich etwas zu weisen, aber nicht mehr.
Laiko Meijel ist noch nicht für uns. Wisst ihr was? Ich benutze vielleicht eine normale Waffe, da sterbe ich auch nicht so schnell. Voilà. Die ist auch gut, steckt mich stark gehen. Ist nicht nimm, dass die Gegner noch schwarz sind, nee, genau. Voilà, hi, sieh mal, Amikruten, ein zusätzliches Waffe. Die Waffe, die ist optional. Und das ist eben, am Spiel sind ganz viele optionale Waffen. Und der Multi-Disruptor. Das ist ganz einfach, das ist ein kleines Spread. Nee, vergesst nicht, es gibt gestärkt Upgrades, es gibt Projektil Upgrades, es gibt noch Upgrades, die eigentlich die Range herabsetzen. Natürlich, es gibt eine ganze Reihe Kategorien. Und hier seht ihr, ich komme da nicht drauf, ich kann nicht weit genug sprangen. Und dafür kann man nur mal hier nicht führen, wie mit guten Nava einwurf. Und das ist noch immer nicht leicht. Eben, bevor wir so stoh weitergehen an die nächste Zone, weil der Schicks wahrscheinlich nicht wert machen wird. Überlassen stehen die Leute, die nur einfach das Spiel für sich wollen entdecken. Ich weiß es just noch. Eine Sache, wie werde ich eben gut fallen. Ich werde mich einfach verletzen lassen. Ah, voilà. Wenn ich stirbt, wie ihr seht, seht ihr die roten Dinger, die sind an einem gewissen Winkel geflohen. Die sind an dem genauen Winkel geflohen, wo am Punkt die Lash-Speicherplatz war, wo der benutzt wird. Das gilt schon als ein Checkpoint, weil was logisch ist, das ist Game saved. Wir verspeicherten nur dem meist Party löden. Das ist, weil wir die Party gut nicht löden. Alles, was wir nur gemäht tun, ist gespeichert. Und das ist nur erklärt. What happened? You died. We saved your mind machines. What? I'm sorry, miss. I think... I hope I'm misunderstanding something. Could you try rephrasing that? Hello? Oh man, this is insane. I died and I'm still me. Voilà, das ist das. Die alte Maschine, die bringt den Mikro-Minds-Maschine durch die kleinen roten Partikel anscheinend zurück dahin. Alles, was wir nur gemäht haben, wieder gesehen. Map, die Waffen, alles haben wir noch. Wir fahren da weiter. Und das Titan ist ganz interessant für die Speedrunners. Die können durch Strats eben wie eben Routen ausdenken, absichtlich stirben, ob den besten Punkte für so schnell wie möglich zurück dahin zu kommen, wo ihr will. Das setzt den Rhythmus am Anfang ziemlich schnell erobern, da ist eine Mechanik, die auch nicht unbedingt Musik hier Speedrunner sehen, für ob die Idee zu kommen, dass es besser ist, einfach zu stirben, wie zurück zu gehen, von wo ich komme. Eins da will ich noch einfach just zum Beispiel in Item irgendwo sicher gehen, wie später im Spiel, oder merkt den, ah, du siehst schon Runde 4 gekommen. Weil voilà, du weißt nicht, ich hab's zum Beispiel. Zum Beispiel, es sind hier und es sind hier, will ich nicht herumkommen, weil ich merke, ich brauche Power-Up, wo mir fehlt. Ich kann L3 drücken und dann sieht ihr, dass auf der Map eben so ein Zeichen los ist. Und die bleibt nur drauf. Und da will ich, dass ich dann nicht herumkommen. Wenn ich dann eine Map aufmache, ich will hier auch noch ein Zeichen machen. Da kann ich noch auf R3 ein zweites Zeichen setzen. Und die bleiben drauf und da weiß ich, dass ich nicht herumkommen. Und dann geht ihn einfach ein zurück hier hin und will ihn nicht einfach den ganzen Weg zurück trippeln, weil ich den Speicher den nicht durchtischen. Möchte den ganzen Weg und dann stirbt den einfach und den zurück, da wo ihr wollt. Eben der Toten ist nur, was ich euch wollte weisen für Basic Action Verge. Eben, das Spiel kriegt ihn auf der PS4, das ist die Version, wo ich los spielen. Eben, das auf der Wii U letzte Monat rauskommt und PC kriegt ihn natürlich auch. Eben. Und das Spiel ist wirklich der Wert, eben, der Gau hat es geschafft, das ist ganz gut. Das Spiel, also, wenn ihr in den Klassement guckt von der Metroidvania, lo, wirklich heisch klassiert. Ich stelle ne problemlos nicht auf den Super Metroid oder den Symphony of the Night zum Beispiel. Okay, Problem, eben, das Spiel ist genial, ne? Du hast viel drin zu machen und du hast ganz viele originale Ideen, die vielleicht noch nicht ganz klar rauskommen sind. Aber das ist da, wo ich den ersten Part von diesem Erfolg eben stoppen. Von da an eben geht ein bisschen gespoilt für die, die selber wollen entdecken, selber wollen überrascht gehen über die Power-Ups, die das Spiel anbietet. Matlo aus eben so eine Schmerz, dass er bis jetzt geguckt hat. Flo und gehen schreiben auf einen Speicherplatz, aber weisen ihr, was Spiel noch alles so anbietet. Also. Er speichert nicht beim Ausholen. Voilà, also, ich löse hier einen Speicherplatz eben, wo wir schon ein gutes Stück wie weit am Spiel sind. Wie ihr seht, mein Leben ist viel mehr heisch. Ich habe nur 3 Punkte drin und schon noch einen anderen Waff ausgerüst, wie der bis jetzt gewinnt. Ich gehe aber zurück auf den Axe und die ist drüber. Weil dann, du siehst einmal schon das tun. Siehst du das? Viel mehr Deck, wie viel drin. Das hier war, das war lösch. Das schockiert nicht. Eben ein ganz rauer Power-Ups gut. Eben die alle möglichen Rob gesagt haben, eben von der größten Projektilen bis zu den
eben die Range von denen, die Power, alle möglichen Sachen. Und hier sieht er, dass ich eine Reihe Waffen habe. Und eigentlich gar nicht so viel. Weil du hast noch Platz, ne? Upgrades haben auch eine ganze Reihe von denen gut. Hier sind Noten, du hast Lore vom Spiel, du weißt natürlich gar nicht für den Moment. Eben das, was ich gemeint habe, eben am Spiel kann ich eben auch Passwörter ergehen, weil eben noch bei Super Metroid dran ist. Das ist eine kleine Anekdote, so am Anfang, wo das Spiel für den Wii U soll rauskommen, hatten sie am Anfang diskutiert mit Developern bei Nintendo, ob sie könnten ein Skin machen von Samus Aran für das Spiel, und dass sie da dann eben einen ganz langen Code Mist ergehen. Und ja, eben, sie waren da mal den Auferstanden, mit dem nicht entfernt, dass das weiterkommt bei anderen Leuten konnten nicht machen, nicht weitergehen, um die Hälfte platziert da, und was strikt verboten gehen, selbst zu machen. Was schwer das, das wäre interessant. Und zwar das Problem, den Nintendo da mal hat, sie wollen nicht, dass sie in das Spiel spielt, von 4 bis hinten, an dem es an einem Samus klebt. Und ja, war doch immer, controversy. Map, wie der gerade erkannt hat, da sieht ein bisschen, wie groß das Spiel am Anfang war. Mit einer ganzen Reihe Zonen. Wir waren für Drohnen an der Hai. Eben, und da sieht er, dass du alle möglichen Ausgänge sehen, an Verbindungen, an Entdeckungen, an Hai und so. Da ist viel am Spiel dran. Ich finde auch, der komische Skorpionen-Arm hat man. Das war nicht voll hier. Wir sind da in der Nacht zusätzlich durchkurbeln. Einfach so, für was auch nicht. Wie werde ich euch weisen, dass die verschiedenen Kräfte an dem Spiel, die einfach wahnsinnig sind. Das war dann vom Spiel aus, ich gehe nicht in die Richtung, der das ein bisschen zu spoilen. Im Hintergrund ist ultra geil. Ja, wie du siehst, sehr stark, ne? Die gehe ich noch unheimlich viel lieber. Und die erste Sache, wo ich euch weisen will, guck mal, drehst du mich im Duell. Da. Voilà, da das effektiv. Boah, eine Sache, voilà, wo ich euch weisen, das ist zum Beispiel hier. Ich sprang mal hier hoch, die heute Gegner wieder auf die Droge sieht. Das sind die, die nicht auf den Weg fallen. Und hopp, kommt die so raus. Etwas fand ich gut aus dem Strahl. Der Strahl hackt alles. Der Strahl kann Elemente am Umfeld eben umwirseln. Er kann Kreaturen umhacken und ihre Behohlen, ihre Parameter umstellen. Voilà, den hast du gehackt. Wenn ich losspringen, wenn die noch fliehen, haben sie nur einen Stehenstreif. Er bildet Wehr. Da kann ich feststellen, dass da eben noch verschiedene Momente wahrscheinlich schlau benutzt wird. Und das ist interessant, dass dort Parameter können so gerne abgehen. Eine andere Sache, die ich weiß, wieder gesehen, der Schalter, da komme ich nicht durch. Es gibt zwar einen anderen Weg, für du durchzukommen, aber den Moment am Spiel, wo ihr noch könnt, leer den benutzt ihn da durch. Ich kann einen Drohnen schießen. Da, wo die Drohnen landet, kann ich den kontrollieren. Schön, ne? Voilà, am Anfang, wenn ich das dann am richtigen Winkel schieße, die kann dann halt schlagen, weil die kann bohren nach dem Strahl. Da geht das hier auch. Weil ich will hier absichtlich, wenn ich am Anfang den Halt, also Drohnen zurück durch beim Halt. Wie du selbst, wenn ich. Weil er tut am Anfang die erste Stufe von diesem Power-Up. Nein, dann müssen wir weiter. Zum Moment. Das Raum ist gut für verschiedene Sachen zu weisen, was ich spiele. Eben alles nach zu sich gibt, was noch alles bringt. Wieder gesehen, gut, der Strahl für die Gegner ist interessant, weil alle Gegner kann sehen komplett Varianten haben. Jetzt die Gegner, du benutzt den Drop, die für die Runde zum Beispiel so ein Spawner, den Projektile schießt, kann ob einmal Löwe schießen. Ja, das ist möglich. Dann gibt das ob einmal eine Farm von Löwen, die einfach im Moment ein bisschen Löwen rauspustet. Das ist ultra. Es gibt ganz viele Sachen. Es sind eins der Mauern, die muss ich noch glitschen. Weißt du noch, wo man die Sohn kommt, sind mit dem blauen Glitch, wo verletzt wird? Da kann ihn sich durchbrechen. Nicht viel Benutzungen. Eine andere Sache, weil das Spiel ist ganz viel mit so komisch Glitchen in Verbindung. Hier zum Beispiel, ich kann ja rüberspringen, kein okay, Problem. Aber ich weiß nicht, ob es hier zum Beispiel kann ich einfach rüberspringen, das wäre auch einfach. Aber es gibt eine Kraft, die viel mehr interessant ist. Und zwar weiß ich nicht, wie das. Und zwar, wenn ich zweimal drücke, kann ich sich durch verschiedene Dicken und Mauern, verschiedene Felder, eben so rundherum teleportieren und am Anfang durch Sachen glitschen. Nach einem Kehr. Hi, hopp. Und da weiß ich nicht, ob es schön oder den Tür gemäht. Mir hätte ich die Kraft gut, die ich glaube, ich heute kommen wäre, dann hätte ich heute einfach keinen Zack durch die Barriere vom Anfang durchglitschen. An der ganzen Wirm vom Silos. Ich wollte euch aber ein paar Sachen dabei weisen. Eben, das ist mal eine Sache, eben, wo ganz wichtig ist. Eben für die Plattforming könnt ihr noch ein ganz wichtiges Element dabei, und zwar weil es steht. Lo!
Ne, ich konnte nicht hin. Wer? Ah, sieht alle. Halt, das da ein dick Greifhaken. Die Kanten als der Metroid-Spieler. Kann doch immer nur greifen, wenn ihr wollt. Das ist nicht ganz stark. Das ist nicht wirklich zu empfehlen. Mit, es geht. Was ganz gut ist, dass das tot ist. Ich weiß nicht, ob es welche Drohnen nicht gewesen sind. Mit dieser Drohne, am Anfang, wenn ich die Drohnen desaktivieren, teleportiert sich den Trace. Ich habe mich die Drohne absichtlich auf den Trace gestaltet, dass er das nicht sieht. Weil er dort noch ein Upgrade von der Drohnenkraft. Dann tue ich den nicht direkt am Anfang. Eben, es sind so viele Sachen. Und die kann ich fischen, weil das tut alles bedeuten. Ne? So durch Schmulwehr kommen mit dem Heiden. Eben, die Parcours, wo ich mit dem. Ja, das kann ich noch durch die Mappe weiter und so. Ich kann mich halt durchspüren, weitergehen. Und dann decidieren, ich will heim am Trace. Ja, das ist genial. Das ist einfach genial. Hey, ein anderer Gegner, wo ich ganz gut Parameter aufweisen, dass ich schnelle Gegner wieder gesehen habe. Ne? Ne, er kann schnell, wenn ich den hacken. Merkt, ne, das Thema fortgeflogen. Ist egal, du hast noch einen. Weil er loassen, los. Er schießt ob ihm Projektile, was für drüben gemäht wird. Mit Lo kann er gönnen, mich schnell gehen. Und das ist doof, wie Hacken interessant geht. Das werde ich ganz schnell aufhängen, alle ins Legation zu hacken, für zu gucken, was die können. Und das ist interessant. Wir weisen dir schon ein paar von denen Waffen, weil wieder gesehen, whoops, ist schon der Puck gut. Die 3, also den 1, 2 und die 4, den habt ihr schon gesehen. Der Kelvar, also eine Waffe, die ich ganz gerne benutze, also von stark, mit geht gut nicht weit. Eben eine schöne Heil. Den Heidner sind interessant, für wenn ich so innert Gegner will greifen. Weil den haben alles da regelmäßig ein Projektil, die nach oben und innen sich trennen. Ah ja, da gehe ich noch, wo zum Beispiel gar nicht verletzbar ist. Ja, da treffe ich. Ja, da die gleich. Ein Audio-Cue, das nicht geht. Und schnell behacken. Dude. Voilà, das ist das. Ach, Variant. Ultra-Waff. Die finden wir. Die finden wir einfach. Die Waffe, die geht einfach in alle Richtungen, so, wie wenn es da schmul reinpasst. Da findet ihr immer weh durch für das Treffen. War doch ganz praktisch, also wenn ihr in einem Raum aus, wo Deichte aus, kann ich den benutzen für zu erkennen, wo die Mauern sind und so. Natürlich cool ist. Eben ein Reflektor, wenn ihr nur mit seht, den reflektiert sich von der Mauer, natürlich, der schießt nicht auf Böden und Räubern dran. Das ist der Kerl, den er einfach nicht verwundet war. Dateien wünsche ich nach, den hast du nicht stark, ne, Louis. Das ist einfach der Piercing-Effekt. Ah, hier oben so ein Element, wo ich meine, da kann ich nicht durch. Kann ihn dann hacken und da kann ich ran. Ich hatte aber auch keinen einfach. Ihr wisst ja, zack mal. Ja, gut, ich kann die auch zurückbringen, ne? Der Teute kriegt ihr relativ zum Schluss die Kraft, um mit dem runden Raum teleportieren zu können. Ich klar, gehe ich noch, wo ich nicht soll hacken. Ich weiß noch, da kann ich sie nervig. So können die nicht durch. Einmal gehackt sind die komischen Loops, die rundherum fällt. Einfach aufzuscheißen. Aber wenn ihn so einfach ein Heihand ruhig dann kann ihn so hacken. Und dann holt ihn die nächste schon holen. Jo, für mich war auch nicht komisch. Rundherum zappen, das geht schnell. Voilà, das ist immens interessant, was die Gegner angeht. Gegner, die sich evaluieren. Alles, was neu bringt. Ah ja, ich kann auch nur mal nicht bringen. Ne? Und ich mich durch Gegner glitschen. Bin auch tot. Also so klein gehe ich noch wieder vor. Voilà. Ja, was tun wir noch so vorhin? Warf the Lightning Gun. Hör nicht jemand scare am Fong. Ghostbusters. Ghostbusters. Den lockt automatisch in den Gegner. Nicht ganz stark natürlich. Aber gut für die Leute, die nicht wollen zielen. Vielleicht von die Waffe ein Kerl mir hier Level wird heute zum Beispiel zack. Muss ihn denken an seine Kräfte, ne? Weil er kann in sich der Weg wirklich freien von an dem sie versteht, wie ihn hackt. Hey, ganz interessant, der Gegner wird der Strahl, wo mich umbringt, ne? Zack, au, au, au. Wenn ich ihn hacken, dann wird eine Strahl, wo die Gegner umbringt. Und das ist zum Beispiel etwas, was ganz interessant ist, weil ich den wirklich kann ausnutzen. Ich kann doch durchdrillen, fertig. Etwas, was ich wirklich ausnutzen kann am Spieler, was viel Originalität nach ein Charakter bringt. Eben, da eben, für was ich so, und das. Das sticht aus.
dass du, wo ich meine, nicht alles behalten, was wirklich in Super Metroid so gut gemäht wird, mit sie ganz vielen Sachen dran, die komplett original sind, wo bis jetzt nicht an anderen Spielern vorkommen sind, meiner Meinung nach. Der Tote war lo definitiv lo der Schluss in Axiom Verge, mit dem extra gespoilten Schluss, dann lasch war auf der Charts. Das ist cool. Ne? Unpräzise, mir scheiße so Dick-Style-Szene, oder? Ja, voilà. Wie gesagt, das war Alpenmilch Gaming eben mit in die Sonde. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Rest vom Weekend. Und schaut nächste Woche an für den anderen Indie. Wir wissen noch nicht, was ihr könnt. Alle, ciao.